So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Infected in Staffel 2. Ja, der Winter, wie ihr seht, ist vorbei. Ist es gerade heute passiert? Wir können mal gucken. Wir haben jetzt März. Also wieder Frühling, schön warm. Ich habe die Winterklamotten allerdings noch an. Und ich muss auch sagen, ich habe hier komplett die Palisade komplett bis dahin durchgezogen. Also ringsrum um uns sind jetzt die Palisaden fertig. Die Zäune auch wieder aufgebaut. Wir müssen sie natürlich noch reparieren. Dazu brauchen wir allerdings einen Reparaturhammer. Und das ist gleich mal das Erste, was wir jetzt schauen werden. Das war nämlich, glaube ich, dieser hier. Das ist der Verbesserungshammer, das ist der andere. Stock, Stein, Seil. Warte mal, Stein. War hier gerade ein Stein? Da ist ein Stein. Sehen, von hier. Zack. Ist ja auch gerade ein Sticky. Hey Vogel, ich nehme mich mit. Hey, da ist noch ein Holz. Ich nehme mich auch mit. Wenn du hier gerade so rumliegst, kann man alles brauchen. Dann nehmen wir halt hier ein Sticky raus. Und wir brauchen ein Seil. Das Seil ist wo? Wahrscheinlich hier. Hier draußen. So. Dann müssen wir da höchstwahrscheinlich dahin. Den da. Ein Sticky. Und ein Stein. Das ist der Steinhammer. Und auf welcher Hand habe ich den? Auf 2. Dann können wir nämlich jetzt gleich mal kurz durchgehen. Wo war denn das? Das war hier hinten irgendwo, oder? Da ist er. Okay. Was brauche ich denn dafür? 3 Bretter zum Reparieren? Seid ihr bekloppt oder was? Ich brauche 3 Bretter dafür, sind die doof? Das ist aber teure Reparatur in dem scheiß Zaun. Also wirklich. Ja. Ich habe natürlich keine Bretter mehr. Dann machen wir die halt schnell. Gut, was heißt schnell? Bei uns geht nichts schnell. Was habe ich denn alles in der Tasche? Eins, zwei, drei, vier. Nehmen wir gleich mal mit. Und dann reparieren wir das Stück da vorne. Auch wenn es jetzt schweineteuer ist. Es braucht 2 Bretter. Ich glaube, es hackt. Also Zaun reparieren ist schweineteuer. Also ich hätte es erwartet, wenn Sticks braucht oder Holzstücke an sich. Okay, aber doch keine Bretter. Das ist ja abartig. Dann kann ich ja gleich nochmal 2 machen. Weil ich glaube, hier drüben haben wir auch noch ein Element, das wo angekratzt wurde. Und dann können wir sagen, ist die Verteidigung wieder safe. Vorerst, zumindest. Und sie hilft wirklich was, muss man echt sagen. Die Wambis, die sind da ziemlich schnell. Gehen die da hin und gehen drauf. Man muss zwar die Dinger immer mal wieder überprüfen, so ist es jetzt auch nicht. So, der Rest ist aber noch alles in Ordnung, oder? Ja. Weil ich glaube, hier drüben hat nämlich ein Wambi schon mal ein bisschen Schaden hinterlassen. Und draußen ist eine Gurke. War es denn an welchem Shopping? Nö, an dem anscheinend nicht. Und war es auf der anderen Seite. Aber wir holen das Glöckchen. Irgendwo war er doch schon. Ich habe es doch gerade gehört.
Ja, da war's. Aber dann schnappen wir uns mal kurz den Bogen. Weil irgendwo ist doch hier schon wieder einer. Das haben wir doch gerade gehört, dass der hier rumgeschlagen hat. Ich weiß bloß schon wieder nicht, wo er ist. Das ist natürlich... Okay. Kollege, du hast geschrien. Ach, da warst du. Du bringst auf jeden Fall mal Erze mit. Finde ich gut. Aber ich finde es gut, dass er gerade geschrien hat. Ah, da. Dafür brauchen wir Sticks. Also da reparieren wir wirklich lieber die Außenverteidigung. Ich habe gerade keinen Stick mehr, oder was? Ich brauche einen Stick. Sticky. Liegt jetzt keiner rum, doch da. Zack. Wieder ganz. Müssen wir halt hier wirklich ab und zu mal durchgehen. Warte mal, war da gerade was? Nee. Aber irgendwo hier unten war mal noch was. Gehen wir mal kurz hier runter. Nee, alles ganz okay. Passt. Kollege, wo bist du? Ich bin gerade in Jagdlaune. Okay, gerade nicht in meiner Nähe. Schade, aber okay. Dann schauen wir die gleich noch drauf für ein paar Bretter. Denn ich möchte heute mal anfangen, hier das Dach drüber zu zimmern. Weil es ist es gerade eher am Dunkel werden. Und da gucken wir mal kurz, was die Dächer so machen. Weil wir haben hier ein Flachdach und das spitze Dach. Und wir haben also hier eins, dann können wir zwei Stück machen. Eins, zwei. Gibt es da eine Spitze auch? Ja, gibt's. Könnte man von jeder Seite zwei machen. Müssen wir es mal probieren. Am liebsten würde ich gerne noch ein Stück verlängern, aber das geht wahrscheinlich wieder nicht. Dann kommt erstmal das Ding hier. Ich glaube, es sind schon wieder zwei hier oben. Ja. Und ich habe da keine Ressourcen dafür. Dann setze ich da das hier drauf. Halt, das kann ich eigentlich gleich lassen. Das muss nämlich dann hier auch drauf. Und dann muss... da genau da einmal hin. Dann haben wir das Abteil schon mal dicht. Eins, zwei, eins, zwei. Und dann kommt hier die Spitze da oben drauf. Müssen wir mal gucken. Weil dann muss ich theoretisch gesehen das hier auch draufsetzen. Und wahrscheinlich noch mal eine Erhöhung. Was brauchen das Teil hier oben? Zwei Bretter, ein Holzscheit, okay. Wir müssen allerdings erstmal unsere Versorgung gewährleisten. Und ihr seht auch, ich habe ein paar Gurken gefunden. Und ich habe hier unseren Wasserdruck ausgesetzt und hier natürlich neu angepflanzt für uns. Wir haben jetzt mal alles angepflanzt, was wir haben. Und hier müssen wir es wenigstens nicht wässern, das Ganze.
Wenn wir wieder ein Tier finden, müssen wir hier auch nachfüllen. Aber das kriegen wir alles hin. Bei dem Shitwetter holen wir jetzt das Material hier. Das kann ich ja irgendwann wieder offscreen holen. Dafür ist es ja gedacht. Da dann noch die Bretter. Ach, warte mal, ich habe Bretter dabei. Das ist auch gut. Nein, das ist, glaube ich, nicht das Teil, was ich erwischen möchte, oder? Ne, anscheinend nicht. Komme ich da hin? Ich hoffe, das ist es und nicht die Wand. Natürlich war es die Wand. Hab ich es mir doch gedacht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier das Stück draufsetzen kann. Muss ich da jetzt erst die Schräge drauf machen? Probieren wir es halt. Was? Wieso? Kann ich jetzt da keine zwei Dächer aneinander setzen? Das muss doch gehen, das kannst du mir doch jetzt nicht sagen, oder? Flachdach, das da. Oder ich hätte die Ecke nehmen können. Nee, aber das Dach, das muss da nochmal dran gehen. Kannst mir sagen, was du willst, das muss hier oben dran gehen. Aber was bräuchte dieses Dach hier erstmal? Das werden wir jetzt probieren. Die Hälfte kriegen wir wieder. Okay, wenigstens besser als nichts, aber das heißt dann auch, dass wir das Dach da hinten nicht mehr abbrechen werden. Das wird dann so bleiben. Ich kann das hier echt nicht anstückeln, oder was? Das heißt für mich, ich müsste theoretisch gesehen so eins hier hinsetzen, oder? Vielleicht geht's ja dann. Wir probieren es. Das ist auf jeden Fall die günstigere Variante. Nehmen wir gleich wieder was mit. Dann probieren wir es halt nochmal. Ich weiß nicht, ob das jetzt höher ist oder... Das ist bescheuert. Das muss ich jetzt mal knallhart so sagen.
Muss doch dieses Dach erweitern können. Warte mal, wenn ich das jetzt mit X mache. Wenn ich es jetzt so hinsetze, wie sieht es dann aus? Ist es dann in der Verlängerung? Nee, das ist dann nochmal eine Etage höher. Das ist doch bekloppt. Muss doch hier ein anständiges Spitzdach hinkriegen können. Es kann ja kein Spitzdach werden, wenn ich jetzt hier eine Schräge habe. Dann das Spitzdach und dann gehe ich wieder runter. Das wäre für die Seite. Und was mache ich dann da? Außer ich mache hier ein eigenes Spitzdach, aber das sieht ja auch bekloppt aus. Zwei Spitzdächer aneinander. Gut, wir machen das jetzt anders. Wir machen das anders, wir fangen von der anderen Seite her an. Es ist jetzt aber auch egal, weil wir können jetzt hier das Dach eh erstmal abreißen. Weil das brauchen wir jetzt eh nicht mehr dafür. So. Dann können wir das hier runterreißen. Das hier können runter. Das Ding kann auch runter. Die Materialien können hier ruhig auch rumliegen. Warte mal, wir schmeißen. Ja, lass fallen. Dann fliegt das hier noch raus und das fliegt weg. Und das fliegt auch weg. Dann müssen wir aber erst den Erker bauen. Weil sonst bekommen wir hier auch ein Problem. Hätte ich gewusst, dass das jetzt so schwierig wird, hätte ich das vielleicht gelassen. So, das brauchen wir jetzt hier. Jeweils sechs Bretter. Ach du meine Güte. Ah, warte mal, da drin liegen doch jede Menge. Fehlen da noch? Zwei. Eins, zwei. Gut, das passt. Dann Wände. Und den da möchte ich gerne so haben. Und dann werden wir auch das Element schon mal wegnehmen. So, dann bauen wir das Ding gleich mal zu. Ja, Bretter haben wir auch noch ein paar, das passt schon. Vor allem sehen wir hier drin auch gerade was, wenn wir arbeiten. Genau deswegen war eigentlich der Grund, warum ich den Ausbau später machen wollte. Aber jetzt kam der Winter dazwischen und dann ging es los. Jetzt müssen wir es halt machen. Und Holz ist auch bald alle. Und ich habe noch nicht mal einen Deckel drauf. Vorteilhaft ist, das Ding ist schon mal zu. Dann machen wir erstmal eine Decke. So, dann. Hier auch die Decke. Das ist die einzigen zwei Elemente, wo jetzt nichts dran ist.
So, dann haben wir jetzt das Eck. Decke. Zu. Ist das hier der gleiche? Ne, so ist der gleiche. Perfekt. Dann ist das Element jetzt erstmal da, wo es hingehört. Und wir brauchen jede Menge Holz jetzt. Und dann fangen wir das Dach nämlich von dieser Seite her an. Und ich hoffe wenigstens, dass ich die Spitze dran kriege. Ich weiß echt nicht, warum das so doof ist, aber okay. Das soll halt so sein. Dann können wir nämlich auch jetzt hier gleich noch Fenster reinsetzen. So, anschmeißen bitte. Anschmeißen. Hierfür habe ich gerade nichts mehr. Lalalala. Ja, wir haben volle Taschen und das ist gerade richtig bescheiden. Warte mal, ich habe noch die Klamottenkiste. Da machen wir dann Sand draus. Halt, da waren auch die Samen. Perfekt. Kann ich jetzt hier erstmal schlafen? Ja, kann ich. Schlafen wir jetzt bis zum nächsten Tag, bis hell wird. Dann wird was getrunken. Ein bisschen Gurke und noch ein bisschen Fleisch holen. So, das hat sich erledigt. Die Sachen sind auch soweit durch, das finde ich sehr geil. Weißt du was? Das werden wir auch gleich ernten. Den Kürbis ernten wir auch gleich. Und die Zwiebeln. Dann holen wir mal aus der Essenskiste mal kurz die Sachen heraus. Wie sieht es hier aus? Perfekt. Nee, nicht perfekt, oder? Nein, das war der Kürbis. Wir müssen die hier erst auf den Boden werfen. Dann müssen wir sie ernten. Dann kann ich den da nehmen. Die da nehmen. Und eine Dose. Dann haben wir das so. So. Die Sache haben wir schon mal zwei. Da habe ich eine Zwiebel reingepackt, das passt. Dann wird hier wieder eine Gurke reinkommen. Das Ding hier. Und die Kartoffeln. Und dann würde ich sagen, ist es glaube ich Kartoffel, Mais, Gurke, eine Dose. Eine Dose, Gurke, Mais, Kartoffel. Haben wir davon auch schon mal zwei Dosen. Und wir werden uns erstmal von dem Kürbis ernähren. Den packen hier auch die Zwiebel rein. So, man kann das alles wieder wachsen und wir können so ein bisschen Vorrat aufbauen. Wie sieht denn unsere Axt aus? Dachte ich mir. Gibt es hier drin gerade Steine? Ja. Zwei Stück. Einmal Stick. Ein zweiter Stick wäre noch schön.
Aber den können wir auch zwischenzeitlich nehmen. So. Ach nee, ich habe ja den Hammer dabei. Dann nehmen wir den Reparaturhammer raus. Dann machen wir es hier schnell. So, dann haben wir wieder zwei von denen. Den Stick nehmen wir jetzt auch wieder mit. Und gehen Holz holen. Wir sollten auf jeden Fall den Bereich über dem Feuer wieder zumachen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt haben wir es angefangen und wir haben ja gesagt, vor dem nächsten Winter müssen wir es zu haben. Deswegen machen wir das schnell. Aber keine Angst, wir werden auf jeden Fall gewiss. Jetzt demnächst noch eine kleine Runde machen und mal in das Dorf zurückgehen, beziehungsweise ich glaube eher, wir nehmen erstmal ein anderes Dorf wegen den ja, Hammer, jetzt den Blaupausen, genau. Mal eine blöde Frage. Da habe ich doch jetzt gerade mehr reingefeuert als da. Ist aber jetzt wieder nicht keine doppelte Aktion hier, oder? Ich weiß nicht so genau. Ach, die brauchen mal vier. Okay. Ja, die Holzbeschaffung oder Bretterbeschaffung ist ein bisschen zäh. Wir könnten theoretisch mehr Sägen bauen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob uns das den gewünschten Erfolg bringt. Halt, das ist die falsche. Ich würde da lieben gern eher die bessere Kreissäge bauen. Was ich da sehe, ein Stein oder eher ein Bär? Ne, ist ein Stein. Naja, das Bauen macht halt in dem Spiel doch am meisten Laune, muss ich sagen. Zack. Was hat jetzt hier noch gefehlt? Da hat noch einer gefehlt. Wie sieht's hier aus? Dreimal bitte. Ja, der hat mich gerade schon wieder veräppelt. Das Element ist zu. Ja, der Mauszeiger ist schon wieder weg. Passt. Ja, das haben wir jetzt ziemlich schnell. Und vor allem können wir dann oben anzeichnen. Und dann bauen wir das weiter. Ja, das kriegen wir. Es dauert jetzt alles nicht so lange.
drüben liegt immer noch ein Holz rum. Warum liegt da drüben ein Holz rum? Alles mitnehmen. Hä? Was mit meiner... So, die ist kaputt. Wir sind auch schon am Ende der Folge. Aber dann würde ich sagen, machen wir es ganz einfach. Wir haben jetzt den Teil gemeinsam gebaut. Und ich werde jetzt... Und die fertigen Blaupausen da oben auf dem Haus. Die baue ich jetzt weiter, organisiere noch ein bisschen Holz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, denke ich, wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es, ja, ich sag mal so, es ist halt eine verrückte Art und Weise. Man nimmt sich was vor... Macht dann doch was anderes, weil das gerade so zwischen reinpasst. Ah, ich weiß nicht. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet oder ob es euch genauso geht, besser gesagt. Nicht, was ihr davon haltet, ob es euch genauso geht. Weil es ist, glaube ich, immer so, auch im normalen Leben, man nimmt sich was vor und dann funktioniert es doch nicht so. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Antworten. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.